Stress ist ja auch schon immer gewesen. Die Urmenschen haben schon in der Nebenniere einen Stoff produziert. Das ist völlig normal. Ich will, dass mein Leben ein einziger riesiger Werbeblock ist und dann will ich dort umfallen. Und wenn ich einmal stirb, dann lasse ich mich in einen Maroni-Ofen verbrennen. Damit nicht so viel Schwermetalle ins Grundwasser kommen. Und ich glaube, dass der Zorn Gottes auch dann nicht in uns explodieren wird, wenn wir die Kirchensteuer wieder abschaffen. Liebe, was ist denn das wieder? Und er sagt, Liebe, das ist, wenn du Schmetterlinge im Bauch verspürst. Und ich sage, das kenne ich, das habe ich bei Blähungen auch. Ne? Wenn man sich trennt und wieder verliebt, kriegt man dreifach Namen. Ja, warum nicht? Was? Und ab Achtfachnamen muss man aus den Anfangsbuchstaben einen neuen Namen bilden. Den Kindern erzählen wir dann selbst erfundene Gute-Nacht-Lyrik. Sterben will ich und modern. Den Obstfliegen will ich Heimatschein. Ich dränge mich nicht vor. Das ist die Vorgehensweise jener Kampfpensionisten, die im Supermarkt, ohne mit der Wimper zu zucken, mit einem Einkaufswagen die Achillesferse durchtrennen. Ja? Ein schönes Leben wünsche ich Ihnen. Sie haben es verdient. Wiedersehen.